nicht nur ein großartiger Pianist, sondern wirklich auch ein Showstar. Grüß dich. Hey, welcome. Guten Abend. Good to have you here. Guten Abend. Und trotz des Erfolges in Europa und in vielen Einzelmärkten, aber auch in unserem zweiten Heimatmarkt in China, ist uns unsere Rolle als Global Player niemals zu Kopf gestiegen. Wir sind auf dem Teppich geblieben und wir pflegen nach wie vor eine sehr mittelständische Unternehmenskultur. Schnell, wendig, mit einer schlanken Organisation, eben lieber ein Schnellboot als ein Tanker. Und diese Mannschaft kann wirklich stolz auf das Erreichte sein. Und sie hat allen Grund, mit Mut und Zuversicht in die Zukunft zu schauen. Und deshalb ist die Marke Audi heute so jung, lebendig und stark wie nie in ihrer 100-jährigen Geschichte. Und deshalb haben die Audianer in den letzten 40 Jahren Automobilgeschichte geschrieben. Und deshalb fährt Audi weiterhin auf der Überholspur. Audi ist für Ingolstadt und auch für Bayern ein besonderer Glücksfall. Audi hat dieser Region Fortschritt und Wohlstand gebracht. Und Audi hat Ingolstadt und Bayern in der ganzen Welt bekannt gemacht. Und meine Bitte an Sie in der Automobilindustrie ist, bei allem Wettbewerb auch zwischen den Unternehmen, finden Sie die Summe an Gemeinsamkeit auch für den Automobilstandort Deutschland, der wichtig ist, um unser Land insgesamt gestärkt aus dieser Entwicklung hervorgehen zu lassen. Denn ich weiß, andere denken auch sehr konzentriert, handeln sehr konzentriert. Und ich sage Ihnen auch zu, wir werden alles tun, faire Wettbewerber zu sein. Wir werden uns aber auch mit aller Kraft dagegen wenden, wenn Protektionismus und Benachteiligung in der Welt Schule machen sollten. Das darf nicht geschehen, genauso wenig wie geistiges Eigentum gestohlen werden darf. Das sind die Voraussetzungen, auf denen wir arbeiten, damit wir weiter erfolgreich sein können. Stellvertretend für 100 Ausbildungsverträge. Das ist unglaublich wichtig zum 100. Audi-Geburtstag. Und ich wünsche viel Erfolg. Schöne Grüße an die anderen 97. Schön rot mit einigen Herren in Schwarz. Ja, das war ein Schnappschuss zum Schluss. Diese Fotos werden wie immer am Ende der Veranstaltung, kriegt ihr dein Tütchen, da ist es drin.